Und damit mal wieder ein recht herzliches Daha. Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Und wir müssen ja wieder zurück zum Treasure Trove Cove. Ja. Ist das geil. Solange man die Z-Trigger-Taste gedrückt hält. Oh ne, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, solange man die gedrückt hält. Oh, ich kann hier Puzzleteile reinfügen. Ach ja, A gedrückt halten. Hey! Das können wir eigentlich schon mal direkt machen, oder? Okay, drücke den Z-Trigger. Ah. Geil. Gut, ja, jetzt haben wir zumindest schon mal das nächste Level aufgemacht. Clankers Cavern oder Clankers. Ich bleib bei Clankers. Deutsch 2, Englisch 6. Mathe. Jawohl. Ah ja, übrigens eben ganz kurz die Zeit checken. Oh, das passt doch. Okay, cool. Dann da unten. Sauber, Kazooie. Wir können ja auch so einen Segelflug machen. Das habe ich ja jetzt gerade erst gesehen. Nicht schlecht. So, du gehst nur mal schön aus dem Weg. Und einmal hochspringen, Kazooie. Danke. Wird Zeit, dass wir die Welt 2 auch im Hinter uns bringen. Ich weiß nicht so recht, ob es in diesem Part klappt. Aber ich hoffe. Es spricht ja eigentlich nichts dagegen. Wenn wir uns hier einigermaßen. Hey, das ist ein Jinjo. Einigermaßen gut anstellen. Oh, da schwimmt mein Leibgericht. Bitte im Wasser bleiben. Machen wir nämlich nicht. Weil dieser Hai, der hat Hunger. Der will uns. Nein! Und er beißt uns! Kazooie, schwimm! Ja, du Affe. Wobei, es ist ja eigentlich kein Affe. Ja. Mann, Banjo! Mach ihn kaputt! Geht doch. Und noch eine. Ja, komm her. Und der Hai wird uns natürlich noch ein paar Mal öfters nerven. Aber sollte klar sein, oder? Kann man sich soweit eigentlich an allen 10 Fingern abzählen? So. Alles klärchen. Einmal wieder nach oben, bitte. Noch ein paar Federn einsammeln. Ich kann ja Gott sei Dank alles noch, was ich. Ne? Da war doch locker nicht alles mit dabei, oder? Doch, tatsächlich. Nur der Mumbo-Schädel nicht. Okay, cool. Wie mache ich das jetzt nochmal? Na, so auf jeden Fall nicht. Ach, ich Arsch, ich kann ja einfach hier hoch. Und Mombo-Schädel Nummer 4. Banjo, du kannst dich ruhig fallen lassen. Alles cool. Ahoi, ihr Landratten. Ich bin Captain Blubber. Ich habe meinen Goldschatz verloren, als mein Schiff auf diese Sandbank auflief. Danach musst du ihn jetzt wohl suchen. Blubberboy. Ja, Mann, ich würde ja, aber ich kann nicht. Ich kann nicht schwimmen. Wollt ihr einem alten Seebären nicht helfen? Na klar, wir werden den Schatz schon finden. Ein Pirat, der nicht schwimmen kann. Ha. But why? So, einmal im Abtauchen hier. Irgendwo hier muss der Schatz ja sein. Er kann ja nicht so weit weg verloren gegangen sein. Zum Beispiel diese Luke, die sieht doch schon mal sehr verdächtig aus. Gehen wir auch einfach mal rein. Da ist er ja schon. Da ist er sogar mehrmals. Boah, hier ist das jetzt ein bisschen blöd mit der Kamerasteuerung. Wie wär's, wenn ihr beiden eben auftaucht? Puh. Dann müssen wir gucken. Da ist noch ein Mumbo-Schädel. Mann, Banjo, was machst du da?
So, guck, so geht's doch. Und natürlich, anders als bei Super Mario, werden durch Münzen nicht unsere Balken wieder aufgefüllt. Das geht leider nicht. Ahoi! Ihr beiden, ich bin Captain Blubbers sagenhafter Goldschatz! Okay. Wie kommen wir jetzt da unten hin? Ach, wahrscheinlich durch eine andere Luke. Durch die andere Seite, würde ich jetzt sogar mal sagen. Weil die Wand ist da ein bisschen untrennbar. Vor allem, er kann nicht schwimmen. Als Pirat, war das damals so üblich? Also konnten Piraten nicht schwimmen? Wäre ja richtig suboptimal gewesen, wenn man die ganze Zeit auf See ist und dann nicht schwimmen kann, weil du musst ja immer damit rechnen, dass dein Schiff kentert. Naja, wobei, gut, bringt dir wahrscheinlich auch nichts, wenn du schwimmen kannst oder Peng. Weil die Entfernung, die du da schwimmen musst, das hält, glaube ich, kein Mensch durch. Das würde ich stark anzweifeln. Okay, schade, ich dachte, das klappt. Gut, ich dachte aber auch, dass wir hier irgendwie reinkommen, aber das ist leider nicht der Fall. Nein! Was machst du da, Banjo? Geh da hoch, bitte! Banjo, nein! Was passiert hier? Da ist ein Mumbo-Schädel. Den gönne ich mir. Neues Futter in Sicht! Ich bin gleich da. Ja, tu. Oh Mann. Nein, Banjo! Kannst du mich nicht einfach in Frieden lassen, du Arsch! Das kann doch nicht sein. Allein wenn ich die Musik schon höre, ey, da weiß ich schon direkt wieder Bescheid. Oh, jetzt lässt er uns in Ruhe. Schön. Du wirst doch hier wohl eben. Nein, Banjo. Okay. Kazooie. Banjo will mal wieder nicht. Oh. Okay, was ist hier? Oh, zwei Mumbo-Schädel. Da, die hole ich mir. Was soll passieren? Sag ja, da passiert nichts. Ja, gut, wenn man jetzt an seine Zähne kommt, ist ja klar, dann passiert was, aber wenn man gut ist, nein, dann passiert da eigentlich nichts. Cool. Das soweit dazu. Ich glaube, hier war auch so eine Sache. Hier können wir erst später was reißen. Ne, hier können wir jetzt schon was reißen. Wenn Benjo dann eben die Güte besitzt, nach unten zu schwimmen. Ja, das sieht gut aus. Weil das Puzzleteil möchte ich ehrlich gesagt gerne haben. Mann, Banjo! Nun stell dich doch nicht so an hier. Danke. Ey, unser erstes Puzzleteil. Ich dachte, wir hätten schon mehr. Naja, gut, nicht weiter schlimm, ne? Wir sind ja auch noch nicht so lange in der Welt. Wir haben auch noch nicht so viel gemacht. Ey, wie die Mine mich hier richtig verfolgt hat. Da stehe ich ja gar nicht drauf, ne? So, da ist der nächste Jinjo. Vor allem, die sind überhaupt nicht verloren. Nein, ich bin so ein Arsch manchmal. Das ist Wahnsinn. Und Kamera, mach, was ich will. Ah. So, das kriegst du hin, Kazooie, ne? Ja, oh. Sehr schön. So, neuer Versuch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dafür, dass es ein N4. Nein, ich bin so ein Trottel, ne? Ein N64-Spiel, es ist die Kamera eigentlich gar nicht mal so kacke. Da gab es andere Spiele, die das weitaus schlechter hingekriegt haben. Also wirklich weitaus schlechter. Aber die meisten haben es ja ehrlich gesagt eher gut hingekriegt, dass die Kamera auch annehmbar ist. So. Guck. Der orangene Jinjo. Ich nehme die Eier mal einfach mit hier. Ey, diese Kackmine, ne? Mach einen Abflug. Die ist schnell, dafür, dass es eigentlich nur so ein stählerner Haufen ist. So, noch ein paar Noten. Wie die Krabbe auch ankommt. So, wir müssen hier natürlich überall Ausschau halten nach hier Mumbo-Schädeln.
Da ist zum Beispiel schon mal direkt der nächste. Ich habe Mumbo noch gar nicht gesehen. Wo ist der? 8 Stück haben wir. Das sollte auf jeden Fall ausreichen, denke ich mal. Die Federn brauchen wir übrigens nicht einsammeln. Nein, geh da hoch. Banjo! Brauchen wir nicht einsammeln, weil. Können wir das überhaupt schon machen? Ich glaube wohl. Ja, genauso. Um höher fliegen zu können, musst du die roten Federn einsetzen, genau. Und jetzt können wir halt überall, ich versuche gerade das so ein bisschen mitzulesen. Aber jetzt können wir auf jeden Fall hier, solange wir rote Federn haben, können wir hier schön fliegen. Und uns hier das nächste Puzzleteil holen. Boah, ich dachte gerade, ich hätte es verkackt. Was zugegebenermaßen nicht weiter schlimm gewesen wäre, weil wir haben hier die Sprungplattform. Huch. Und wir müssen ja auch, ich weiß gerade ehrlich gesagt auch gar nicht, wie ich das gemacht habe mit dem Fliegen. Das war so Trial and Error mäßig. Irgendwie habe ich es direkt hinbekommen. Und Puzzleteil Nummer 2. Daha? Für die, die jetzt auch nicht verstanden haben, warum ich so einen Anfall am Anfang des Parts hatte, das war wegen Banjo. Ja, da kriegen wir direkt den nächsten Mumbo-Schädel. Schön, also. Nee, doch, finde ich gut. Klonk. Batz. Da dürften wir sogar hinkommen. Das ist nicht hier in der Nähe. Das ist tatsächlich, ich glaube, eine andere Welt. Also, das muss ich aber eben ganz kurz nachgucken. Wir gehen mal hier runter. Ich darf bei allem Spaß. Nein! Nicht ver. Ja, ich sag ja, Fallschaden kann man auch kriegen. Hey, da ist ein Jinjo. Den hole ich mir natürlich direkt. Der gelbe Kamerad. Da sind noch ein paar Eier. Ich sollte jetzt halt echt ein bisschen aufpassen, ne? Das kann sonst nämlich ganz, ganz schnell ganz böse enden. Naja, jetzt haben wir zumindest wieder 3 Leben. So, jetzt geht's hier runter. Eine Treppe. Na, die wird ja auch irgendwas zu sagen haben, denke ich mal. Eine Note. Kommt man da regulär hoch? Nee, oder? Musst du auch fliegen? Ach nö, das ist jetzt so das Schlechteste, was hätte passieren können. Banjo, was machst du? Und warum machst du's? Nein, Banjo. Oh, nee, ey. Da ist ein Hai, der will. Geil! Lecker! Spring einfach da hoch. Meine Güte. Banjo! Mann, mach was! Aber geh aus dem Wasser. Nein. Naja, knuspert er mich richtig an. Boah, die Kameraführung ist manchmal aber auch echt. Ich weiß, gerade sage ich noch, ja, das geht eigentlich sogar, aber manchmal ist es halt echt ein bisschen. Ja, du Kackhai. Und ja, die Gesichter der beiden verändern sich übrigens auch, wenn man. Ja, das war's. Ich will aber ehrlich gesagt noch nicht, dass der jetzt war. Ich will es aus dem Wasser schaffen. Boah, Alter. Was war das für eine schwere Geburt? Banjo, geh da bitte hoch. Noch nie so wie jetzt habe ich dieses Nest, dieses Bienennest gebraucht. Jetzt bloß nicht runterfallen, weil dann sind wir direkt wieder im Wasser. Und da habe ich keine Lust drauf. Das muss nicht unbedingt sein. Hör doch eben bitte auf, direkt zu tauchen. Was soll das denn? Ich drück doch nicht mal tauchen. So, jetzt geh da hoch. Meine Güte. Oh, das sieht ja alles ganz.
ganz gut aus, wollte ich sagen. Keine Ahnung, was das jetzt war und warum er wieder taucht. Ich verstehe es nicht. Warum muss er unbedingt immer tauchen? Ich drücke nicht einmal den Knopf, dass er darauf kommen könnte, dass ich tauchen will. Er macht es einfach so. Da denkt er sich, nee, Mann, ich habe jetzt Lust, bei den Haien zu tauchen. Das ist eine ganz schöne Sache. Ja, recht entspannt auch. Boah, da muss es irgendwie einen anderen Weg geben. Ich habe wirklich keine Lust, dieses Gewässer zu betreten. Und so wie es aussieht. So wie es aussieht, hätte ich den Weg auch gerade gefunden. So, ich warte jetzt ab, bis die Scheißtruhe hier ganz oben ist. Es klappt einfach nicht. Nicht tauchen, Banjo! Ich verstehe es nicht. Also momentan ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich den Part überhaupt hochladen will. Ich bin ja fast dazu geneigt, einfach einen neuen Part aufzunehmen. Dann fragt sich auch wieder jeder, hä, warum hat denn der auf einmal so viele Puzzleteile und so? Ja, das liegt daran, weil ich cool bin. So. Ich bin so saudämlich, das ist Wahnsinn, Alter. Oh mein Gott. Ja, geil. Alles wieder neu. Ich freue mich. Wie spät haben wir es? Ist mittlerweile der Part vorbei? 5 Minuten noch. Das kann ja auch nicht besser. So, Benji, jetzt mach. Raus da. Junge, Junge, dieser nervige Hai, ne? Das ist halt echt schlimm. Wenigstens behalten wir die Puzzleteile. Das ist ja immerhin etwas. So, jetzt will ich eben ganz kurz versuchen. Ich kann hier, glaube ich, nicht rein. Nein. Irgendwie muss es da drinnen was geben. Oder ich bringe ihm erstmal. Ich habe den Goldschatz nicht mehr. Ich glaube, ich habe den Goldschatz nicht mehr. Wenn wir die Noten nicht mehr haben, dann haben wir den Goldschatz auch nicht mehr. Da bin ich fast von überzeugt. Ja, und ich hatte recht. Naja, da haben wir ihn auf jeden Fall wieder. Und diesmal sogar ohne Textbox. Es wurde ja schon alles gesagt, was gesagt werden musste. Haben wir eigentlich nur die ganzen Mumbo-Schädel? Ich glaube, das sind so die Sachen, die bekommen wir und die kriegen wir auch immer noch gut geschrieben, wenn wir das Spiel hier neu. Beziehungsweise wenn wir Game Over gegangen sind. Ich glaube, dann war das auch so. Ich hoffe übrigens immer noch, dass man den Sturm draußen nicht hört. Haben sie ja gemeldet für heute. Orkanartige Stürme. Beziehungsweise ein Orkan. Ja, ich persönlich nicht so Lust drauf. Vor allem nicht auf dem Sonntag. Warum nicht auf dem Montag? Nein, ich mache natürlich nur Spaß, oder? Na, vielleicht auch nicht. So, habe ich irgendwas vergessen? Ne, Mumbo-Schädel behalte ich, das ist gut zu wissen. Wir geben ihm mal seinen Goldschatz wieder. Toll, das ist die erste Hälfte meines Schatzes. Oh. Ja, guck, da machen wir einmal mal richtig schön die Kopfnuss. Alter, Kazuis Kopf muss auch so rauchen, ne? Und hier der Mumbo-Schädel und Noten. So, dann haben wir hier soweit auch alles soweit gelootet. Bis auf den Mumbo-Schädel, den hole ich mir jetzt. Na, komm, Banjo, einmal eben Kehrtwende machen. Ah, das war knapp. Ganz langsam. Ja, da habe ich ihn. Geil.
Oh, erstmal wieder tief Luft holen, Dicker, wa? Ich wollte gerade sagen, jetzt mache ich eine Arschbombe und verbaue mir richtig die Möglichkeit, hier rauszukommen. So, Herr Kapitän. Mein Schatz, ich könnte heulen. Vielen Dank, ihr Süßen. Ja, nehmt dies als Belohnung. Ein Puzzleteil Nummer 3. Ich bin wieder reich. Ich bin reich. Und ich scheiß auf alles. Da musste ich jetzt gerade so dran denken. Das ist auch ein Typ, ey. So, sammeln wir mal erstmal hier alle Noten ein. Geht das? Klappt das? Ne, leider nicht. Okay, cool. Das soweit aber dazu. Ein bisschen haben wir noch. Was könnte ich machen? Ich hab's. Oh ne, warte, ne, das können wir nicht machen, das Kacke. Wir können wieder auf die Position, wo wir fliegen. Auf jeden Fall erstmal die ganzen Muscheln hier ausweichen. Oh, warte, ja, ich kann... Stimmt, jetzt kann ich das ja auch alles einsammeln. Und vielleicht sogar eine neue Bestleistung bekommen. Shark Food Island, ich glaube auch. Gut, 3 Noten noch. Und auf den Palmen sind natürlich auch noch reichlich Noten. Ih, was ist das denn? Na, was es ist, ist auf jeden Fall egal. Er wird nicht mehr lange da bleiben. Soll ich den noch besiegen? Könnte ich eigentlich machen, ne? Warum auch nicht? Oh, hier gibt es wahrscheinlich noch 2 Mumbo-Schädel. Wobei, ist mir eigentlich egal, was es da drin gibt, aber es ist eine Truhe, die uns Schaden macht, also gehe ich mal davon aus, dass es hier Eier gibt. Mensch, der hätte ich auch drauf verzichten können. Das wäre nicht nötig gewesen. Naja, gut, ich glaube, den hier mussten wir sogar mit den Eiern besiegen. Das ist Nippers Strand. An mir kommt ihr nicht vorbei. Das werden wir sehen, Krustenhirn. Dass Kazooie auch immer so beleidigend sein muss, ne? Warte. Huch. Diese lächerlichen Eier können meinem Panzer nichts anhaben. Na, ist richtig. Nimm das, du rotzfreches Schnabeltier. Hey. Okay, gut. Ja, und natürlich macht er noch eben Schaden hier, ne? Wie mache ich den nochmal fertig hier? Sag ihm. Eier bringen nichts. Das kannst vergessen. Das hat nix. Ein bisschen für die Comedy. Nee, das hat nix. Okay, gut, da muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Vielleicht eine richtig schöne Kopfnuss. Oder ich nehme einfach erstmal Mumbus Schädel hier, ne? Also wenn das jetzt so einfach ist, ne? Ne, ist es nicht. Gut, wir kommen da gar nicht hoch. Oder warte, doch, das könnte sogar passen. Hier ist ja nicht umsonst so eine Plattform. Part ist längst vorbei, ne? Oh ne, warte, doch, von hier kommen wir. Ja gut, dann würde ich aber sagen... Das war's mit diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.